Und weiter geht's mit der Auflösung. Das, was ihr jetzt hier seht, war die Aufgabenstellung. Und jetzt lösen wir auf, wie das Ganze durch Achsenspiegelung auf ein achsensymmetrisches Viereck kommt, beziehungsweise was für Eigenschaften diese Vierecke haben. Schauen wir uns das erste an. Wenn wir hier die Achsenspiegelung durchführen, das habt ihr beim letzten Mal schon gesehen, ja, dann entsteht ein sogenanntes Drachenviereck. Denn zufälligerweise sind die Namen, die hier oben in der Reihenfolge stehen, natürlich auch die Reihenfolge dieser drei Vierecke. Die Eigenschaften dieses Drachenvierecks, eins kennen wir noch. Wenn wir gemessen haben, dann haben wir festgestellt, dass die Seite und die Seite gleich lang ist. Die untere Seite und die untere Seite, die sind auch gleich lang. Also hat es jeweils zwei gleich lange Seiten. Wenn wir die Winkel messen, dann ist der Winkel gleich groß und der Winkel gleich groß. Ist ja auch völlig klar. Hier wird der Winkel quasi gespiegelt. Und wenn ein Winkel gespiegelt wird, bleibt es der gleich große Winkel. Deswegen ist ja die Winkeltreue bei der Achsenspiegelung und daher hat es zwei gleich große Winkel. Aber die beiden Winkel hier sind nicht gleich groß. Hier folgt ja keine Spiegelung an dieser Stelle. Was wir sonst noch haben, ist eine Symmetrieachse und die geht durch eine Diagonale von dem Viereck. Habt ihr bestimmt nicht drin, das mit den Diagonalen, aber das ist eigentlich auch ganz logisch, das habe ich nicht gefragt. Einfach in Klammern dahinter schreiben. Wenn ich jetzt das zweite spiegle, ja, dann entsteht eine sogenannte Raute. Wenn ich dann das Messen anfange, stelle ich schnell fest, vier Seiten sind gleich lang. Muss es ja auch. Diese Seite ist genauso lang wie die hier, haben wir ja damals gesagt mit der Mittelsenkrechten. Und die Seite, wenn gespiegelt wird, muss wieder genauso lang sein. Ist ja längentreu, die Achsenspiegelung. Das gleiche gilt hier unten. Wenn wir jetzt die Winkel anschauen, jeweils zwei gleich große Winkel. Der Winkel und der Winkel ist klar, dass die gleich groß sind. Winkeltreue, Achsenspiegelung, also muss der Winkel darüber auch gelten. Die beiden Winkel hier sind gleich groß und wenn ich das darüber spiegel, dann müssen die beiden Winkel hier genauso groß sein wie die beiden Winkel hier. Also habe ich hier jeweils zwei gleich große Winkel. Jeweils. Der Winkel sind gleich groß und der, aber nicht alle vier. Wenn er das auch noch geschafft hat, dann ist es nämlich eigentlich schon ein Quadrat, dann hat es überall 90 Grad. Das wäre ein Zufall. Die Symmetrieachsen, es ist nicht nur diese Spiegelachse, sondern natürlich auch diese Achse Symmetrieachse. Durch die Mittelsenkrechte haben wir eine zusätzliche Symmetrie erzeugt. Und diese beiden Diagonalen, die Symmetrieachsen sind, die stehen auch noch aufeinander senkrecht. Habt ihr bestimmt auch nicht einfach nur ergänzen. Und am Schluss kommen wir dann noch zum gleichschenkligen Trapez. Das gleichschenklig heißt, dass nämlich zwei Seiten gleich lang sind und diese Symmetrieachse geht jeweils durch die Mitte der beiden hier parallelen Seiten. Zwei Seiten sind gleich lang, das sind die hier, die gleich langen Schenkel. Jeweils zwei gleich große Winkel, der Winkel und der Winkel ist gleich groß und der Winkel ist gleich groß. Und es gibt eine Symmetrieachse und das ist jeweils die Mittelsenkrechte dieser beiden parallelen Strecken. Gut, das war's zum Thema achsensymmetrische Vierecke. Ich hoffe, ihr habt einigermaßen und sehr viel lösen können. Ich zeige euch am Schluss noch was. Ich habe hier ein Blatt Papier, oh, das reimt sich, und das falte ich jetzt einmal und dann schneide ich an diesem Papier genau das hier aus, was ich hier schon eingezeichnet habe. Ich hoffe, ihr seht's. Also, einmal ausschneiden, das 10, erster Schnitt, zweiter Schnitt und voilà, wenn ich das jetzt aufmache, entsteht ein Drachenviereck. Warum das so ist, könnt ihr euch mal überlegen, warum genau dieser Einschnitt sein muss. Dann habe ich noch ein zweites Blatt Papier. Hier, das falte ich jetzt zweimal. Also einmal und zweimal. So. Und dann schneide ich es genau, wie ich es hier eingezeichnet habe. Einmal durch. Was entsteht? Ich werde es euch vorher schon sagen. Es wird eine Raute entstehen. Und ihr könnt euch mal als Zusatzaufgabe bis zur nächsten Stunde überlegen, warum muss genau so eine Raute entstehen?